I'm James Hunt and I had the very good fortune. Ich hatte das große Glück, das letzte Rennen hier zu gewinnen. 1976, einer der stolzesten Erfolge meiner Karriere. The proudest achievements of my career. And therefore I'm very happy to be back at the inauguration of the new Nürburgring, which. Der neue Ring ist leider ganz anders als der alte, aber die Bedingungen sind ausgezeichnet. Hello, my name is Carlos Reutemann. I think the new track is adapted for a new modern Formula One. Thank you. Hello, my name is Ayrton Senna. I am from Brazil. Ich komme aus Brasilien und freue mich, heute hier zu sein und komme wahrscheinlich auch zum Grand Prix Ende Oktober wieder. Hello, my name is Dennis Holm from New Zealand. I won the Grand Prix here. Ich komme aus Neuseeland. Ich habe den Grand Prix 67 gewonnen und bin froh, heute mit einem neuen Wagen hier noch einmal fahren zu können. Wir haben Ihnen eben das Formel-1-Feld vorgestellt, haben die Fahrer praktisch aus ihrer Anonymität herausgeholt, in der sie sonst versinken in ihren feuerfesten Masken und in ihren Sturzhelmen. Und nun sitzen sie in ihren Wagen, sind auf der Strecke, sind in der dritten Runde, fahren auf identischen Automobilen. Das heißt also, dass hier bei diesem ersten Rennen auf dem neuen Nürburgring absolut die Fahrkunst entscheiden wird. Und an die Box, wie beim Grand Prix, geht jetzt Alan Jones, der Ex-Weltmeister aus Australien, der das Feld lange Zeit angeführt hatte, aber eine kleine Rauchwolke hinter sich herzog und möglicherweise einen Motorschaden zelebriert hat. Der 2,3 Liter Vierzylinder Einspritzer, dem Mercedes 190, also der gute, ja, ich würde wohl sagen, 185 PS abgibt und der Spitzengeschwindigkeiten hier auf der Geraden von rund 230 km/h gestattet. Das heißt also, dass das gar nicht so langsam ist, wie das möglicherweise in diesen zivilen Autos ausschauen mag. Nach der vierten Runde haben wir jetzt Ayrton Senna da Silva aus Brasilien an der Spitze. Das ist ein ganz junger Mann in der Formel 1, der praktisch die zweite Klasse übersprungen hat, nämlich die Formel 2, der aus der Formel Ford in die Formel 3 kam und der als großes Nachwuchstalent gilt, möglicherweise einmal als Nachfolger von Emerson Fittipaldi. Aber er hatte in Brasilien Schwierigkeiten beim Formel 1 Rennen. Und die Kondition war weg. Es war ihm zu heiß im Cockpit und er musste natürlich mächtig arbeiten in seinem Formel 1. Und er hatte einen Blackout. 3 Tage Klinik, dann war er wieder fit. Und nun versucht er zu kommen. Und kommen tut er hier bei diesem Rennen. Sie sehen ihn an der Spitze.